Herzlich willkommen zu Tirol TV Sondermagazinreihe rund um das 100-jährige Jubiläum des FC Wacker Innsbruck. Meine Kollegin Alexandra Wachter und ich begleiten Sie in den nächsten Monaten mit einigen interessanten Geschichten, Details und auch liebevollen Kleinheiten rund um das Jubiläum unseres schwarz-grünen Traditionsvereins. Heute stehen vor allem Glückwünsche und einige Anekdoten auf dem Programm. Beginnen wollen wir aber mit einem der Höhepunkte aus der Geschichte des FC Wacker Innsbruck. Bereits 10-mal wurde der Meistertitel in Innsbruck schon bejubelt. Blicken Sie nun mit uns auf Aufnahmen aus der Schwarz-Weiß-Filmzeit und genießen Sie ganz besondere Momente aus der Fußballgeschichte. Zum ersten Mal in der Geschichte des österreichischen Fußballs wurde ein Tiroler Verein österreichischer Meister, Wacker Innsbruck. Durch ein 5:2 gegen Admira wurde der Vorsprung ausgebaut. Durch ein 4:2 gegen Wacker Wien der Sieg perfekt. Das Publikum feierte seine Mannschaft mit tosendem Applaus. Ein unbeschreiblicher Jubel herrschte in der Stadt, als die Sportfans die erfolgreiche Mannschaft in ihrer Heimatstadt empfingen. Erst dadurch wurde der Erfolg vollständig. Die Bedeutung des Ereignisses wurde durch die Aufnahme eines Telesports unterstrichen, bei der neben der Fußballerprominenz auch die andere Tiroler Sport- und die politische Prominenz anwesend war. Jubelstimmung in den Innsbrucker Straßen und ganz große Namen sorgten damals im Tivoli-Stadion und in Tirol für Furore. Im Tor zum Beispiel ein Herbert Rettensteiner und ein Leo Cennet, in der Abwehr ein Heinz Binder, ein Hans Eigenstiller oder der Werner Gries, ein magisches Mittelfeld mit Buffy Ettmeier, Kurt Liara und Josef Obaut und im Sturm ein unvergesslicher Günter Rinker, Helmut Zenekovic und Franz Wollny. Und mit großen Namen machen wir jetzt auch weiter. Bereits zum 18. Mal hat Ralf Schader zur internationalen Fußball-Challenge geladen. In Gedenken an Michaela Schader und Bruno Petzey treffen sich hier die großen Namen des österreichischen Fußballs. Neben Spiel und Spaß gibt es auch zahlreiche Glückwünsche für den FC Wacker Innsbruck. Ja, ich wünsche für Wacker Innsbruck alles Gute für 2013 und für sein 100-jähriges Jubiläum. Und viele erfolgreiche Jahre. Ich mag diesen Verein und es ist sehr gut. Und ich hoffe, ich komme mal bald zu euch. Ja, ich wünsche denen, dass die bleiben in der Bundesliga auf jeden Fall und dass sie vielleicht versuchen, Anschluss haben für den UEFA Cup, weil das ist ein Verein mit Tradition, eigentlich mit großer Tradition in österreichischem Fußball. Haben wir in meiner aktiven Zeit mit Sturm immer ehrliche Duelle gehabt mit Wacker Innsbruck und ich wünsche denen wirklich alles, alles Gute. Naja, dass sie weiter bestehen, dass sie in der Bundesliga bleiben natürlich und dass die Tiroler zahlreicher kommen als in der Vergangenheit, um ihren Verein zu unterstützen. Denn es spielen ja viele Tiroler drinnen und von daher müssen sich die Leute auch identifizieren mit diesem Club. Ja, dass sie so lange wie möglich nur in der Bundesliga spielen und dass der Erfolg jetzt wieder zurückkommt. Jetzt haben sie momentan ein bisschen tief gehabt, aber mit Kirchner sage ich, ist das wieder zurückgekommen, das Glück ein bisschen. Und ich hoffe, wir werden Wacker noch die nächsten 100 Jahre in der Bundesliga sehen. Ja, auf alle Fälle alles Gute, dass er nicht absteigt, das ist einmal das Erste. Und zweitens, dass er noch lange lebt, weil dieser Verein ein Traditionsverein ist, bei dem ich auch kurz spielen durfte. Und wünsche ihm natürlich für die 100 Jahre und für die nächsten 100 Jahre alles Gute. Ja, was würde ich ihm gern wünschen? Dass er wieder zur alter Stärke erblüht, so wie ich ihn zu meiner Zeit kenne, wo sie reihenweise Meisterschaften produziert haben und wo sie tolle Spieler herausgebracht haben und dass ich dann vielleicht irgendwann einmal als Trainer mich holen, weil das war immer ein Traum von mir, dass ich da am Tivoli spielen würde wollen, auch als Tirol-Spieler und ja, also aber alles Gute und wieder hoch zu alten Höhenzeiten. Ja. Ja, dass Wacker eben wieder der Tradition gerecht wird, dass wieder in Zukunft irgendwann einmal finanziell ein bisschen besser ausschaut, dass wieder um einen Meistertitel mitspielen können. Es ist immer ein wunderschönes Stadion, gute Fans, viele Fans, wenn es gut läuft. Wichtig ist, dass man halt sich finanziell konsolidiert und dass man wirklich dann vorne auch wieder angreifen kann. Also wenn ich mich so erinnere an die Fights, die wir gehabt haben mit Austria Wien gegen Innsbruck,
Aber also das vergisst er nie in meinem Leben und ich schätze den Verein wirklich absolut. Also ich habe auch sehr viele Freunde gewonnen dann in Innsbruck und vor allem also auch in Tirol natürlich. Und ich wünsche natürlich das Allerbeste und den Verbleib in der Liga, das ist auch klar, wünsche ich natürlich den anderen auch, aber besonders im 100-jährigen Geburtstag sportlich viel Erfolg, wirtschaftliche Basis natürlich auch wichtig und schöne Zeiten in Zukunft. Ist jetzt schwierig, weil zwei Mannschaften aus Niederösterreich in den Abschiedskampf verwickelt sind sozusagen. Gut, Schwamm drüber. Ich wünsche den FC Wacker Innsbruck einem Traditionsverein, dass er in der obersten Spielklasse bleibt. Dass er anschließen kann an die Erfolge, die dieser Verein schon erlebt hat. Und dass man einfach mit dem Weg, österreichische Spieler einzubauen, weitergeht. Ja, was wünscht man einem Fußballverein? Vorweg einmal wünsche ich einer, dass auf gesunden, wirtschaftlich auf gesunden Beinen bleiben, weil da haben sie schon mal ein Problem gehabt. Und vielleicht wieder so Zeiten wie früher unter Ernst Happel. Da waren sie ja großartig unterwegs. Und ja, alles Gute zu dem tollen Traditionsclub. Es ist natürlich ein Traditionsverein, der viele schöne Geschichten geschrieben hat. Und Traditionsvereine an sich ja immer daran Interesse haben, auch in Zukunft solche Geschichten oder neue Kapitel dazuzufügen. Naja, und dem FC Wacker gilt es natürlich, sowas zu wünschen in den nächsten 100 Jahren, vielleicht das eine oder andere Erfolgskapitel wieder der erfolgreichen Geschichte hinzuzufügen. Ja, sehr viel Erfolg. Ich freue mich jetzt zunächst einmal den Klassenerhalt, das ist das Wichtigste. Und dann hoffe ich, dass der Club wieder an die früheren Erfolge anschließen kann. FC Wacker wünsche ich natürlich erstens einmal den Klassenerhalt. Ich wünsche sehr vernünftige Fans. Ich habe tolle Fans, aber dass die auch vernünftig mit der Mannschaft und mit dem Verein umgehen. Und einfach, dass Innsbruck und Tirol einen tollen Verein hat, auf den sie stolz sein können. Das Stadion ist da, tolle Leute. Dass es nach dieser Saison gut abschneidet, dass es wirklich keine Probleme gibt im Verein und vor allem alles Gute, dass alle Spieler gesund bleiben und viel Erfolg. Ich möchte den FC Wacker alles Gute wünschen zu diesem Jubiläum und bin ein kleiner Teil dieser Geschichte, weil ich habe 1987 die Ehre gehabt, unter Ernst Happel trainieren zu dürfen und mit Weltgrößen, so wie einen Hansi Müller, aber vor allem mit einem Bruno Betze zusammenzuspielen zu dürfen. Und deswegen ist es toll, wenn wir dieses Jubiläum auch dem Bruno Betze widmen könnten. Ralf, die Voice Schader ist natürlich allen Innsbrucker Fußballfans bestens bekannt. Langjährige Stimme am Tivoli-Stadion und unter anderem hat er natürlich auch das unvergessliche Lied am Ende eines Spiels eingeführt. Sierra Madre, damals seine Erfindung und seine Idee. Das Dream Team West, das bei der internationalen Fußball-Challenge von Ralf Schader teilnimmt, ist immer bestens besetzt mit großen Namen aus dem Tiroler Fußball. Diese Namen werden Sie im Laufe der Sondersendungen bei uns alle noch treffen, egal ob ein Andi Spielmann, ein Streitermuch oder ein Gigi Westerdaler. Ja, aber auch die anderen Spieler haben so manche Geschichte mit dem Schwarz-Grünen aus Innsbruck zu erzählen. Wir haben bei Toni Polster und Co. nachgefragt und einige Anekdoten rund um den FC Wacker Innsbruck bekommen. Ja, früher war das lustig, weil früher wurden die Spiele immer von Manfred Gabriele dann kommentiert im Sport. Und in Graz war Seger, in Tirol war immer Manfred Gabriele. Irgendwann haben wir gespielt, haben wir, ich weiß nicht, 2-1 verloren, haben aber drei Tore gemacht, wo man bis heute nicht gewusst haben, warum die annulliert worden sind. Und Manfred Gabriele hat keines dieser drei Tore gezeigt. Das war sehr lustig, weil wir hätten es gern gesehen, warum und wieso. Nein, gibt es eigentlich nicht. Wie gesagt, ich hab da anderthalb Jahre gespielt bei FC Tirol, habe schöne Zeiten dort gehabt, in UEFA Cup auch super Erfolge gehabt, aber so eine richtige Anekdote wisst ihr jetzt nicht. Vielleicht ist es kurios, dass ich mit 39 kurz drei Monate für Innsbruck spielen durfte, wo mich der Didi Constantini geholt hat. Ja, natürlich, also so meinen ersten Meistertitel haben wir mit Rapid, haben wir 1982 mit Rapid gewonnen. Da haben wir einen Sieg gebraucht im Hanapi-Stadion, zwar nicht am Tivoli, am Hanapi-Stadion. Und ja, da habe ich zwei Tore geschossen, haben wir 5-0 gewonnen und war natürlich super für uns. Und insofern ist eine Lieblingsmannschaft auch noch natürlich für mich. Ja. Naja, zu meiner Zeit, bevor ich nach Deutschland gegangen bin, war der Ernst Happel Trainer bei Wacker Innsbruck. Und
da haben wir eigentlich nie was gewonnen, also es waren keine schönen Episoden. Das war die Supermannschaft damals mit Hansi Müller, Garosito, Bruno Petze und da waren wir immer chancenlos. Wurscht, ob in Wien oder in Tirol und durch das. Wisst ihr, jetzt keine lustige Episode? Ja, es war mein letztes Bundesligaspiel am Tivoli. Und wir haben dort leider 2-1 verloren. Innsbruck ist damals Meister geworden. Ich war knapp davor, eine rote Karte zu riskieren. Habe es dann Gott sei Dank nicht bekommen, weil wäre natürlich schlecht gewesen bei meinem letzten Spiel. Ja, da habe ich mit Admira Wacker, da haben wir eigentlich immer einen Meistertitel gespielt. Das war, wie der Ernst Happel bei Wacker Innsbruck war. Und ich bei Admira. Und da haben wir dann das Cup-Finale noch gehabt und da haben wir zu Hause, glaube ich, 1-0 gewonnen und 2-0 auswärts geführt. Dann sind wir zwei Spieler ausgeschlossen worden, der Schaubfried und ich. Und dann haben wir 6-2 noch verloren und das tut heute noch weh. Was ich wahrscheinlich nie vergessen werde, das war noch am alten Tivoli. Das war damals eher eines unserer ersten Spiele, der jungen Garde damals mit dem Mario Haas, der sich verletzt hat, der nachher dieses Interview gegeben hat, der ein wunderschönes Tor gemacht hat, aber nachher mit dem Eisbeutel dieses Interview gegeben hat, wo er sich auf sehr unverständliche Art und Weise, auf altsteirisch quasi, dieses Tor beschrieben hat und auch die Situation, wie es zu seiner Verletzung gekommen ist. Das bleibt mir so ein bisschen im Kopf, weil das damals so der Anfang einer sehr schönen Zeit war. Ja, so schnell fällt mir vielleicht keine besondere Anekdote ein. Ich habe mich in den 2 Jahren beim Verein sehr wohl gefühlt, auch wenn ich leider die meiste Zeit verletzt war. Wir sind im ersten Jahr auch noch dazu abgestiegen und gleichzeitig Cupsieger geworden. Also wir haben große Probleme gehabt und dennoch war es eine schöne Zeit. Ich bin eigentlich durch Wacker Innsbruck damals nach Österreich gekommen. Da war damals der Felix Latzke Trainer und die waren in Holland auf Trainingslager. Ich bin dann auf Probe gewesen. Die haben mich nicht genommen, sie haben Hansi Müller genommen, ganz klar. Aber der hat mich damals weiterempfohlen an Kurt Wiebach von Salzburg. Und so bin ich dann nach Österreich gekommen. So, ich habe Innsbruck in dem Sinn viel zu verdanken. Oh, besonders. Im Moment habe ich nichts viel im Kopf, aber ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt in Innsbruck. Ich war 3,5 Jahre da, sehr erfolgreich mit der Mannschaft, super Stimmung im Stadion gewesen. Das ist meine Erinnerung, nur positiv. Naja, wenn man heute einmal unter einem Ernst Happel trainieren darf, ist es eigentlich einmal ganz was Großes, weil er ist einfach ein Trainer, der einfach Weltklasse war. Aber auch mit einem Hansi Müller, mit einem Bruno Petze, mit einem Peter Backholt. Wir sind dann Meister und Cupsieger geworden. Und das war ein tolles Erlebnis. Und ich kann es von mir aus sagen, ich habe das erste Mal unter dem Ernst Happel so richtig gewusst, was ein Profi ist. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr geehrt. Und ich denke gerne auf diese Zeit zurück. 100 Jahre FC Wacker Innsbruck, Sie sehen, es gibt viel zu erzählen. Meine Kollegin Alex und ich waren unterwegs im Tirol TV Archiv. Wir besuchen aber auch Originalschauplätze des Vereins und natürlich gibt es auch Aktuelles rund um die schwarz-grüne Familie. Zum Beispiel ein Besuch im Landeskrankenhaus Innsbruck im sogenannten Kinderzentrum und unsere Kollegin Christine Flatscher war für Sie mit dabei. Viele wackere junge Patienten treffen in der Kinderklinik Innsbruck ihre Vorbilder. Die komplette Kampfmannschaft des FC Wacker Innsbruck besucht das Kinderzentrum, um den Kindern Autogramm- und Fotowünsche zu erfüllen. Der Krankenbesuch der besonderen Art hat schon Tradition. Also zu meiner Zeit als Spieler schon vor 20 Jahren oder 15 Jahren haben wir das auch schon mal gemacht, aber da war die Station noch nicht so groß. Und jetzt gibt es so eine herrliche, schöne Kinderstation hier und da ist der Verein auf die Idee gekommen, einmal auch für die Kinder was zu machen. Und wir sind da natürlich gerne dabei. Ist auch eine Abwechslung zu unserem harten Training zurzeit oder was die Mannschaft macht. Also das Vorbereitungstraining ist immer sehr intensiv und dann ist es, glaube ich, ganz gut einmal, wenn man mal eine andere Sache macht und vor allem die Kinder da haben sich das verdient und es ist eine gute Geschichte, wenn wir da heute kommen alle. Die Patienten haben auch die Möglichkeit, ganz persönliche Fragen an die Spieler zu stellen. Ich glaube, für die Kinder ist das eine zusätzliche Motivation wieder, glaube ich, wenn da ein oder andere von uns reinkommen. Heute ist die ganze Mannschaft da, das freut uns alle. Und ich hoffe, dass die Kinder das da freut. Wenn sie einfach ein paar schöne Momente haben, ein bisschen Abwechslung zu dem Krankenhausleben, glaube ich, ist ganz fein, wenn man einfach einmal was anderes hat. Und wenn es dann auch Fans auch noch sind, dann machen wir einer sicher eine Riesenfreude. Und Fans gibt es genug. Fußball ist mein Leben und jetzt habe ich mir auch einen Lieblingsverein gesucht. Und jetzt habe ich halt die Wacker. Weil ich Tiroler bin und selber Wacker-Fan bin. Und ich alle Spieler gerne mag.
weil es einfach gute Spieler sind und weil es aus Tirol ist und aus Innsbruck. Der FC Wacker Innsbruck feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Zeit für Geburtstagswünsche. Ja, dass sie nächstes Jahr, also dieses Jahr, die Meisterschaft gewinnen. Drück keine volle Daumen. Der FC Wacker Innsbruck in der Kinderklinik. Ein Krankenbesuch der besonderen Art. Tirol TV gratuliert mit den Sondersendungen dem FC Wacker ganz herzlich zu seinem besonderen Jubiläum. 100 Jahre FC Wacker Innsbruck sind viel Leid, aber auch viel Freude. Wir danken Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Sondermagazin 100 Jahre FC Wacker Innsbruck. Auf Wiedersehen mit schwarz-grünen Grüßen.